For English subtitles, activate the subtitle button, please. Hallo liebe Reptil-TV-Freunde, ich bin mal wieder ein bisschen unterwegs. Ihr seht es im Hintergrund, große Halle, jede Menge Leute. Von der Optik her sehen die alle asiatisch aus, das heißt, ich bin wieder in Japan zu der Japan Reptile Show. Da möchte ich euch wieder ein bisschen interessante Sachen zeigen. Es ist wirklich jedes Jahr ein Highlight hier zu sehen, was die hier so haben. Nicht nur an Reptilien, sondern auch an exotischen Tieren wie Säugetiere, Vögel und so weiter. Ich hoffe, ihr habt Spaß an der Folge. Die Messe ist jetzt geöffnet. Wir sehen, die Gänge sind voll mit Leuten. So, hier haben wir den Terrarianer-Nachwuchs. Sehr fancy. Jetzt habe ich ein besonderes Schmankerl für euch. Snakebites TV mit dem kompletten Produktionsteam und dem kompletten Kamerateam bei der Arbeit. What do you say, Brian? I said that I'm the cool one because I'm out here with the people, where she's too good and he's hiding behind the table. I was introducing you like, look, here is Snakebites TV with the whole production team, the whole camera team, and including all the groupies, everybody. Yes, well, you know, I travel well, and this is what I bring. This is my production crew right here. Actually, I had some good help here earlier. You should have come along. It was pretty impressive. I saw you before with your team, so we're just kidding, you know. Wir machen nur Spaß. Vorher war er mit seinem Team unterwegs oder mit seinen Helfern. Hier haben wir jetzt die nächste Besonderheit von der Show hier. Die haben hier so eine Bühne. Hier sitzen die Zuschauer. Und in dem Fall hier jetzt eine Alligator-Schnappschildkröte auf der Bühne. Wird ein bisschen zu dem Tier erklärt. Und natürlich ein bisschen Show abgezogen. Der Mann im Hintergrund mit dem rosa Hemd ist der Shirawa. Er ist der Organizer von der Show. Und der andere mit dem Mikrofon, der ist derjenige, der den ganzen Tag hier durch das Mikrofon blabbert. Und kann fast wegen nervtötend sein. Also die Lautstärke ist auch entsprechend hoch. Man hört es hier im Hintergrund. So geht es hier den ganzen Tag. Hier unser Reptil-TV-Stand. Das Mädel im Vordergrund ist eine Übersetzerin, die hier arbeitet. Problem ist hier in Japan, dass die Leute einfach oder ganz wenige nur Englisch sprechen. Man braucht wirklich jemanden, der übersetzen hilft. Und die Marina macht es voll super und hat mir die 2 Tage wirklich perfekt geholfen und absolutes Verkaufstalent. Ich habe hier vor allem Schildkröten mitgebracht. Natürlich die Ball Pythons. Und ganz am Ende vom Tisch noch ein paar Bardagam, ein paar Pogonas. Und ich hatte natürlich wahnsinnig Glück mit meinem Nachbar. Das hier ist so ein Ballwurfspiel als Nebenstand. Da muss man die Bälle hier durch die Löcher schmeißen. Also was auch immer das auf einer Reptilienbörse zu tun hat. Wenn ich mir sowas für Hamm vorstelle, kann ich mir nicht denken, dass es sowas in Hamm gibt. Und es ist dann Werbung für so einen neuen Kinofilm, der da kommt. Also ich weiß nicht, so vom Plakat her, der ein oder andere kennt vielleicht, was das ist. Keine Ahnung. Also ich habe zumindest keine Ahnung, was das ist. Und die Männer müssen 3 Bälle durchschmeißen, dann kriegen sie eine Kinokarte. Und bei den Frauen reicht einmal Ball durchwerfen, also einmal das Loch treffen und man kriegt eine Kinokarte. So, jetzt sehen wir hier das Ballspiel im Einsatz. Die Mädels versuchen sich dran. Bringt leider keinen rein. Kriegen sie noch ein bisschen Werbung in die Hand und dann zotteln sie ab.
Hier nebendran wieder die Education-Ecke. Die Kinder können die Wassertiere erleben und anfassen, wobei das bei den Seesternen wahrscheinlich nicht so ratsam ist. Aber zumindest die Seegurken fühlen sich bestimmt nicht schlecht an. Also die Idee an sich finde ich eigentlich auch super, weil es natürlich toll ist für die Kinder, das kennenzulernen. Bei uns in Deutschland wäre es sicherlich verboten, weil man sagen wird, die armen Seegurken leiden drunter, wenn man sie anfasst. Jetzt geht der Kleine ans Haifischbecken da hinten. Die Haie soll er nicht anlassen, anlangen. Hat er. Die Haie soll er besser nicht anlangen. Hier haben wir Ball Python Pro Shop. Ist Vanilla Butter? Mocha with fire. No. Mocha fire. Mojave fire. Mojave fire. Paradox, ja. Also ein Mojave fire und halb Paradox. Nice animal. Hier sind ein paar Babys am Hatchen. Schön gemachter Stand hier. Da ist der Fennek gerade draußen. Wird ein bisschen angefächert, wahrscheinlich ist ihm zu heiß. Kriegt ein bisschen frische Luft zugefächert. Er scheint es, vom Gesichtsausdruck zumindest, scheint das zu genießen. Hier haben wir die Firma heißt Wise Ballroom. BR steht für Ballroom. So ganz witzig ist, die kommen zum Teil mit ihren Firmenschildern und lassen einen drauf unterschreiben, irgendwie so als Erinnerung. Da steht schon der Brian Barczyk drauf, der Amir Soleimani steht drauf, die Firma Wise BR ist, man würde sagen, ein kleinerer Züchter oder ein junger Züchter noch oder am Anfang. Und haben noch einige coole Sachen an Merchandising. Ich denke, da können wir uns wegen ein Beispiel dran nehmen an diesen Merchandising-Sachen hier. Diese Schlangen zum Beispiel, absolut cool. Oder hier die Racodactylus. Und das Tolle ist, hier bekommen wir keine Probleme mit irgendwelchen Tierschützern, weil die einfach nur aus Stoff sind. Hier haben wir ein paar schöne Pogonas. Probiert zu entkommen von meiner Kamera. Hier haben wir einen Amethyst, würde ich so sagen, durchs Gitter durch. Schildkröten. Schöne Kondros hier. Interessant. Was ich nicht ganz verstehen kann, ist der Preis. Der kann ja nicht tatsächlich plus 248 Euro kosten. Das wäre der absolute Schnapper. Und der drunter 348. Ja, toller Preis. Schildkröten sind hier recht stark vertreten. Und natürlich auch hier die Ball Pythons, Albino, hier wieder die Pogona-Ecke.
Und die Dornschwanzabteilung. Hier haben wir wieder die Firma Pepponi, die wir schon von den letzten Jahren kennengelernt haben. Das ist eine Kette von Zoogeschäften. Hier die Säugetierabteilung. Das ist hier irgendein leuzistischer oder Albino, was auch immer das ist, für einen Hüpfer, auf jeden Fall ein Säugetier. Hier wieder die Äffchenecke. Hier irgendwelche igelartigen Tiere. Hier ist die Amerikanerecke. Zwei kleine Züchter aus den USA. Are you guys one of these corn snake breeders, starters, something like this from the US? I do love the corn snakes. Two of the young breeders starting, checking around a bit how the other ones are doing. I should have a pastel. Also hier haben wir richtig schöne Sachen. Das eine ist hier ein Albino Enchi für schlappe 50.000. Ich verbessere mich, für schlappe 5.000. Albino Enchi 5.000, absolut erschwinglich. Und ein Lavender Pinstripe für 10.000. Das sind Tiere vom Amir. Amir hat die gezüchtet. Samurai Reptiles, schöner Shop. Leopardgeckos. Einer der Mitarbeiter. Alle immer ganz begeistert, wenn man sie filmt. Schlank. Wow, hier gigantisch schöner Boleni. Für 3.500. Hammerschönes Tier. Leider wissen wir alle, dass die Bolenis natürlich abartig schwer zu halten sind. Hier ist ein bisschen der Racodactylus-Stand. Hier so ein super schöner Ziliatus. Also Wahnsinnsfarben, finde ich. Gucken, dass ich ihn aus einem Winkel kriege, wo es nicht so spiegelt. Hier haben wir irgend solche Knopfschwanzgeckos. Bisschen die Preise filmen, falls sich jemand die Mühe macht, im Internet zu recherchieren. 50.000, das sind 500 Euro. Und hier gleich die Discount-Tafel daneben, also 10-30% off. Da haben wir große, nicht gar sogar riesige, ich glaube Lechuanicus ist. Also der hier hat bestimmt gute 40 cm. Ich glaube noch nie so einen Brocken von Gecko gesehen.
Mal im Vergleich meine Hand daneben. Also der ist vom Körper her so lang wie meine Hand. Hier haben wir wieder die Greifvogelecke, die wir schon von den letzten Jahren kennen. Hier ist wieder die Raubtierfütterung. Mal dem Kollegen hier beim Fressen zuschauen. Ich weiß auch nicht, was das für Raubvögel sind. Sieht mir relativ groß aus. Daneben haben wir wieder die Eulen, die sehen wir ja recht oft hier. Sehen natürlich auch super aus als mit dem Flaum noch. Machen auch ordentlich Krach. Okay, eigentlich wollte ich hören, was er für einen Krach macht, aber der geht auf mein Mikrofon los. Und der hier frisst in Ruhe. Ich schätze mal, wenn ich das Mikrofon hinhalte, der hackt es mir auch ab. Mal probieren. Ne, der ist satt. Wie gesagt, soll sich jeder sein eigenes Urteil bilden, ob er das gut findet oder nicht. Hier sehen wir mal ein bisschen noch die Preise. Hier die großen Kerle hier, die kosten 3,6 Millionen. Das sind, das ist richtig Geld. Das sind 3.600 Euro. Naja, gut, doch gar nicht so teuer für so einen großen Vogel. Ja, der hinten dran 3.500. Die Falken hier sind 4.500 Euro. Hier haben wir aus Spanien den Kim Reptilmania von Spanien. Er ist ziemlich auf Echsen spezialisiert und hat da wirklich absolute Raritäten an Echsen. Allerdings bin ich, glaube ich, ein bisschen spät mit Film, doch. Hier haben wir noch Mesaspis Monticola. Irgend so einen kleinen Scheißer da unten, der allerdings 750 Euro kostet. Ja, recht, der ist echsenmäßig absoluten Raritätenzüchter. Und wir sehen es hier auch ganz schön an den Bildern. Er ist wirklich im Echsenbereich in Europa, denke ich, einer der führenden Züchter. Und die meisten Boxen sind leer, hat viel Xenosaurus dabei gehabt, hier sold out. Hat also eine gute Messe gehabt hier. Hier haben wir ein paar schöne Baumfarne. Und die aus Tasmanien steht hier, Tasmanian Tree Farm. Natürlich echt was Schönes hier für unsere Shashim-Freunde. So kann Shashim auch aussehen, wenn er lebt. Und hier die Goldfischecke, 3 Euro. So, und jetzt wird das Ganze noch etwas größer. Das ist eine Galapagos-Schildkröte hier, hat circa 1 Meter Länge. Also wie gesagt, keine
keine Aldabra, sondern eine Galapagos-Schildkröte. Geschätzte 500 Kilo Lebendgewicht. Und die Dicke da, hätte ich jetzt gedacht, ist Aldabra. Aber vielleicht ist auch Galapagos. Ich kann mal fragen. The big one is Aldabra or Galapagos? Galapagos. Okay, also das Mädel ist so nett und geht mal hin. Okay, sie will mir wohl zeigen, dass die schön brav und lieb ist. Die mag richtig gern gekrault werden. Okay. Und so steht sie auf. Ja, nicht schlecht. Das ist jetzt das kleinere Exemplar von beiden. Den Kerl, den wir gerade eben gesehen haben, der ist nochmal das Doppelte. Mindestens das Doppelte oder am Gewicht bestimmt das Vierfache. So, der Tag neigt sich dem Ende. Wir haben jetzt kurz nach 16:30 Sonntagabend. Die Börse ist langsam vorbei. Jetzt gehen wir noch den Ken Kuberski. Ihr kennt ihn vom letzten Jahr, ich habe ihn euch gezeigt. Das ist der Mann, der die vielen Banana Balls sein eigen nennt. Jetzt gehen wir noch schnell in sein Office. Ich zeige euch mal kurz, wo wir jetzt hier sind. Also wir sind hier hinter der Börse. Und wen haben wir da? Mr. Ken Kuberski in seinem Office. So this is your booth, Ken? Yes, as you can see, I'm sold out. I'm all sold out. Also Hintergrund ist, Ken ist nicht sold out. Seine Tiere sind immer noch in Kanada wegen der Hitzewelle hier in Tokio und auch in Kanada hat die Airline gesagt, sie können keine Tiere schicken und jetzt steht er ohne Tiere da. So, you didn't like to bring your animals because you don't like to sell or you don't breed anything this year or what is the reason? It was a really bad year and it's too hot. It's just too hot to bring animals anywhere. You have to have a heart. Canadians, we have heart. We don't bring them when it's too hot. Also er ist eine arme Sau. Also er hat hier für die Messe alles gebucht, so wie ich auch. Und die Airline hat sich geweigert, die Tiere zu schicken, weil es zu hart ist, zu heiß ist. Und jetzt stand er da ohne Tiere 2 Tage lang, durfte hier rumschleichen und von uns hören, wie gut die Messe läuft. Also ein kurzes Oh für Ken. Thank you. It was a pleasure being here, seeing Stefan again as usual. We had a great time. Everyone come to Japan, but bring your animals next time, okay? And check your balls. Check Steve. Check Ken's balls online. Thank you very much. Ja, Brian, Show am Ende, die Show ist zu Ende. Hier noch a few last kind nice words to your German fans, German snakebite fans. Well, I tell you what, I'm going to be honest with you guys. Germany is definitely a lot more fun than Japan, but I love it here. It's an awesome show. You guys should make the trip, but I look forward to seeing you guys in Ham, Germany soon. Die Show ist zu Ende und ich bin auch am Ende. Es war gut für mich, es war toll, nette Leute wieder getroffen. Den Kim aus Barcelona, den Ken Kuberski aus Kanada, der Brian, der Amir waren da. Nette Japaner wieder getroffen. Also mir hat es richtig Spaß gemacht, ich fand es schön. Ich hoffe, die Folge gefällt euch auch, ihr findet es interessant. Andere Länder, andere Sitten, vergesst es nicht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Check my balls. Und ich durfte sogar unterschreiben. Ich habe natürlich Geld gezahlt, damit ich unterschreiben darf. Die anderen wurden gefragt. Natürlich Schwachsinn. Brian wants to go to the nightclub tomorrow in Tokyo. Nightclub is nothing I like. Hi Laurie, this is Brian. He just asked me if we go tonight to Roppongi. It's a nightclub area in Tokyo. It's a nice area.
I think Brian will love it. Bye bye, Lori. Den Scheiß kann man natürlich auch nicht senden. Machen wir nochmal. Kim, why these feeding geckos? You charge 750 euros for a feeding gecko? For feeding gecko? This is not really something you keep in the vivarium, or not? Is it food for animals who don't like to eat, or what? No, this is a really new species. Drecksgeschwätz. I was talking. Let's do it again. Okay. Well, after this guy walks through the screen. Ich bin am Ende. Ja, scheiße.